RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier im Sparkassen-Carré Tübingen zur Premiere Open Air des RTF1 Sommer Spezial. Wetter genial. Es ist trotz Unkenrufen auch in diesem Jahr 2013 noch Sommer geworden. Ein bisschen spät im Juli, aber immerhin. Wir freuen uns auf einen schönen Sommerabend mit Cocktails, bunt, frisch von RTF1 und der Kreissparkasse Tübingen präsentiert und einer Prise La Dolce Vita aus Italien. Meine Damen und Herren, Sie zu Hause, machen Sie es sich gemütlich, legen Sie in den Liegestuhl, gehen Sie ein bisschen in den Garten, auf die Terrasse, mit Blume, mit Krone oder mit Schirmchen, egal. Ein frisches Getränk wünsche ich Ihnen. Ansonsten sind wir sehr gespannt auf unseren heutigen Gäste, zu denen gehen wir langsam an die Bar hin und die darf ich Ihnen hier vorstellen. Herr Gaetano Randone, Bartender vom CEPCO Tübingen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Benvenuto, tutto bene, fantastico. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt bin ich aber schon fertig mit meinem Italienisch. Herr Markus Müller, er ist Barkeeper im Bartista in Tübingen. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Daniel Cacavale, benvenuto. Er ist Ausbildungschef im CEPCO und hat zum Beispiel den Herrn auf seiner rechten Seite, Herrn Alex Baumer, unter seinen Fittichen. Herzlich willkommen, Herr Baumer. Hallo. Zum Einstieg habe ich mir gedacht, Herr Randone und Herr Müller, vielleicht an Sie die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Barkeeper und Bartender? Sie habe ich als Bartender vorgestellt. Herr Randone, was ist das genau? Bartender ist, wenn unter den Barkeeper steht, sag mal so. Und im CEPCO haben wir keine Barkeeper. Das habe ich dann als mich selber als Bartender. Ich kann nicht Barkeeper sein, wenn ich keine Bartender habe. Nicht, dass ich das möchte, ich nicht keine Bartender haben, aber das ist einfach so, als Bartender zu arbeiten, muss man natürlich einen Barkeeper haben, dass der uns erklärt. Aber ich habe mich heute hier vorgestellt als Bartender, weil ich habe keinen Barkeeper im CEPCO. Alles klar. Herr Müller, Sie sind Barkeeper. Haben Sie diverse Bartender im Bartista unter sich? Ja, wir haben diverse Aushilfen, Frauen wie Männer, die bei uns auch die ein oder anderen Cocktails alle beherrschen. Wäre ja schlecht, wenn ich mir mal in die Hand schneide, raus muss und der Laden steht still. Deswegen kann eigentlich bei uns fast jeder alle so ein Großteil der Cocktails. Barkeeper ist eigentlich auch der Barbesitzer oder der barleitende Mann. Okay, genau. Und jetzt natürlich zu Ihnen, Herr Cacavale. Barkeeper, Bartender ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Also selbst ich könnte mich als Bartender irgendwo bezeichnen, obwohl ich wahrscheinlich nicht mal richtig das Ding schütteln könnte. Aber wie ist es für Sie im Service oder so? Hat es auch eine Konsequenz? Ist in einer Bar oder in einer Lounge, ist da der Service anders als in einem normalen Restaurant? Nein, weil überall herrschen dieselben Serviceregeln, auf die man achten sollte und die auch sehr wichtig sind. Ein typisches Beispiel, also naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist wichtig, den Gast vom Empfang über den kompletten Service bis zur Verabschiedung einfach richtig zu bedienen. Und da gehört ein guter Barkeeper und eine gute Küche dazu. Das liegt nicht am Servicemann alleine, der trägt dann nur zum Wohlbefinden bei. Was bringen Sie dem Herr Baumer bei als Ausbildungschef, wenn er Auszubildender ist im Service? Womit fängt er an? Darf der mal einen Teller in der Küche tragen oder darf er mal an den Tisch gehen? Naja, einen Teller hoffe ich, dass er das mitbringt, das tragen zu können. Ne? Was wichtig ist, ist, dass der Herr Baumer lernt, damit umzugehen, 3, gar 4 Teller tragen zu können und die am Tisch dann richtig einsetzen zu können. Was bringe ich ihm bei? Das fängt an beim richtigen Gedeck. Dass Messer, Gabeln über Vorspeisen mit Suppe im Menü, Löffel, alles richtig ausgerichtet wird. Die Gläser, Servietten, Faltformen. Also da gibt es Unmengen und das nimmt auch kein Ende. Also das ist, man lernt jeden Tag dazu. Keine Frage. Herr Baumer, was fasziniert Sie an dem Beruf, an der Ausbildung? Was haben Sie gelernt?
Ja, also faszinierend tut mich eigentlich der Umgang mit den Menschen, dass man jeden Tag in ein neues Abenteuer sich reinstürzt. Man schafft jeden Tag ein neues Abenteuer, das ist aber heftig. Ja, doch, also. Das könnte ich nicht machen, Alter. Okay. Wenn ich jetzt einen Computerjob hätte, dann wäre ich jeden Tag an meinem Computer um 7 Uhr morgens und so, weiß ich nicht, was der Tag bringen wird. Werde ich rennen müssen oder habe ich noch einen normalen, also einen ruhigen Arbeitstag, und das ist eben das, was mich reizt an dem Beruf. Was hat Sie überrascht bei der Ausbildung? Was hatten Sie anders erwartet, beispielsweise jetzt, wie er sagt, die Regeln? Welche Regel ist für Sie am überraschendsten, am eindrucksvollsten? Ja, überraschendsten, also ich bin schon ein paar Jahre in der Gastronomie, also ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber das wurde eben durch die Ausbildung, die ich angefangen habe, alles noch viel deutlicher gemacht, und früher war mir das mehr oder weniger egal, ob die Gabel jetzt so liegt oder so. Inzwischen ist es mir nicht mehr so egal, und ja, das sind halt so die Kleinigkeiten. Und zu Hause, da legt man sie dann? Ja, das ist, da ist dann. Da isst man dann mit einem Plastiksteg oder so. So ähnlich. So ähnlich. Herr Randone, wenn ich Sie fragen darf, JEPCO ist in Tübingen bekannter als ich dachte. Ich habe einige Leute gefragt, die kannten das. Wie würden Sie Ihre Location, Ihr Lokal kurz charakterisieren? Ich habe JEPCO einfach so mit der Jahre, denke ich, das ist ein Lokal, wo viele kennen und viele wissen, wo das ist. Aber leider wird auch schnell vergessen. Und das auch trotzdem, dass wir viele Werbung und viele Jahre da stehen. Und wir sind nächstes Jahr, hab JEPCO, sage ich jetzt so, seit unter meinem Namen ist, sind 10 Jahre. Und das ist natürlich sehr, sehr, ja, es wird vergessen. Und was ist das Spezielle? Ich habe gelesen, pazifische Küche. Ist das was für einen Schwabe? Könnte es sein. Könnte sein. Was gibt es da? Viel Fisch oder was, ja, ist das? Ja, das ist zum Beispiel eine pazifische Küche haben wir auch. Das ist nicht nur Fisch, das ist auch ein schönes Lammkarree. Das ist auch ein schönes Rinderfilet. Das ist nicht nur rohes Fisch. Ja? Und das ist natürlich ein bisschen so, schreckt das ein bisschen ab. Aber das ist natürlich auch die Sache mit den pazifischen Küche. Die ganze Gemüse sind natürlich ein bisschen stärker, wie Lemongrass und so. Das wird viel mit Lemongrass gemacht. Ingwer, die schärfe Noten auf ein Essen noch dazugegeben, auf eine Fischesuppe, dann viel mit anderen Kräutern, ja, Chili zum Beispiel. Wo kriegt man die Dinge her, die Fische? Heutzutage frisch oder so? Könnte man in Europa alles kriegen. Im Ernst? In Ernst. Gut. Und wird frisch geliefert. Herr Müller, ich habe es angesprochen. Früher Kaffee nass, heute Bartista. Warum haben Sie es nicht weiter als Kaffee nass geführt, und was ist das Besondere an Bartista? Also einmal war so ein Namenswechsel eigentlich so eine Grundidee, das Wortspiel zwischen Bar und Artista. Er stammt von wem? Von Artista, Kunst. Ja. Okay, klar. Genau, und es ist eine klassische Cocktailbar mit auch modernen Einflüssen. Wir arbeiten mit leichte Schäumchen, Espumas, wir benutzen viele Kräuter, wir arbeiten nur mit frischen Zitrussäften, was eigentlich jetzt auch so ein bisschen sich in der Cocktailbar eigentlich so gesetzt hat, dass man frisch arbeitet mit hoher Qualität, guten Service und eine breit gefächerte Spirituosenauswahl. Wir haben Pisco aus Peru, wir haben Cachaça aus Brasilien, wir haben auch Arbeit mit deutschen Spirituosen zum Beispiel, mit einem Fombass oder mit einem Willi. Lässt sich auch einiges machen. Das heißt, Herr Müller, das ist für Sie eine, also für mich ist es eine Zitrone, aber ist eigentlich sehr banausenhaft, ist eine Limette, oder? Genau, also entweder eine unreife Zitrone, aber die Größe sagt eigentlich schon, dass es eine Limette ist. Limette hat einfach einen etwas höheren Säuregrad als eine Zitrone, deswegen okay. Arbeitet da man, wenn man es benutzt, mit einem bisschen mehr Zuckeranteil, oder man lässt es schön auf der sauren Seite. Und die ätherischen Öle sind so ein bisschen frischer, ein bisschen spritziger vom Aroma. Jetzt ist unser Thema natürlich bunte Cocktails und La Dolce Vita. Bunte Cocktails. Sie haben es gesagt, Sie sind eine Bar. Wann machen Sie auf? Es gibt ja da unterschiedliche. Also in Spanien gibt es ja diese Business Lounges so zwischen 10 und Siesta 2. Haben Sie morgen schon auf oder machen Sie erst am Nachmittag auf? Wir machen grundsätzlich erst ab 18 Uhr auf.
Und wer kommt denn? Kommen da irgendwelche müden Studenten oder kommen da irgendwelche Frauen vom Einkaufen oder wer kommt da vorbei? Ich würde sagen, eigentlich fast alle. Es kommen manche Frauen aus dem H&M mit solchen Taschen rein, setzen sich hin und sagen, oh, ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Es kommen Studenten rein, sagen, die Sonne scheint draußen mit ihren Flipflops und sagen, oh, mach mir mal einen Holzmark-Cocktail to go. Und dann gegen späten Abend kommen dann einfach gemischte Leute, die sich einfach mal den Tag vergessen möchten, setzen sich an die Bar, trinken einen schönen Drink, sagen sie, boah, okay, der Tag ist geschafft. Ja. Jetzt kann man ein bisschen zu dem Wort übergehen. Herr Baumer, haben Sie schon gelernt, was ein Cocktail bedeutet? Was das Wort bedeutet? Was bedeutet Cocktail genau? Woher kommt es? Wer weiß es? Sollten Sie meinen Chef oder einen Herrn Müller fragen? Herr Kavale, selbstverständlich, hätte ich sehr schön den Chef fragen müssen. Ich wollte ihm die Möglichkeit geben. Was verstehen Sie unter Cocktail? Was ist ein Cocktail, Herr Kavale? Naja, ich kann so viel sagen, es kommt ursprünglich, der Name ist aus dem französischen Raum. Mehr kann ich darüber jetzt nicht genau sagen. Das hatte ursprünglich einen anderen Namen. Das haben dann die Amerikaner, haben das zu Cocktail gemacht. Sehr gut, es ist nämlich Coquetier. Das ist so ein Eiertopf, wo man da das serviert hat. Und die Amerikaner mit ihrem Französisch sind ein bisschen limitiert. Die haben da Cocktail draus gemacht. Das ist eine Variante. Es gibt noch eine andere, Herr Randone. Wie erklären Sie Cocktail? Ja, es gibt natürlich andere Variante. So sind mehrere. Aber zum Beispiel jetzt, wo am meisten sind 7 Stück. Es ist auch so, es gibt auch viele Story von Anekdoten von und Geschichte von Cocktail. Eine, wo mir am meisten, so sind 2, wo ich da richtig so immer das wieder erzähle. Und das ist eine, das kommt von der Zeit von der Azteken, Mexiko. Und waren 11 König und eigentlich der 10. König, der hat nur eine Tochter gehabt und der wollte dann sein Königreich weitergeben an neuen König, ja. Und dann die Tochter hat die geheißt Coctelia, ja. Coctelia, super. Ja, so hat sie geheißt, ja. Und wer hat sie bekommen? Und dann, das ist einfach so die Story. Dann war dann der König hat er so gesagt, wer der schönste Geschenk mir bringt, bekommt meine Tochter zum Hochzeit. Oder und dann haben wir alle versucht mit alles. Hin und her haben sie alles gebracht. Und ein Mann, ein Landarbeiter, dann kam er mit einem Stock in die Hand und bringt sein Getränke, bringt ein Mix. Und der König, in dem Moment, wo er das getrunken hat, hat er gedacht, das ist das beste Geschenk, dass ich das bekomme. Und für den Cocktail hat er dann die dann Tochter bekommen. Azteki dürfte gouvernieren. Kann man unseren Zuschauern nur sagen und Ihnen auch, also top das Rezept mitbringen heute und dem Schwiegersohn oder der Tochter mal in die Hosentasche stecken, vielleicht hilft es ja was. Es gibt noch eine Version, die finde ich auch ganz spannend, Cocktail, amerikanisch, also Cock der Hahn und Tail sozusagen der Schwanz, da gab es so Hahnkämpfe und wer da gewonnen hat, der hat dann mit dieser Schwanzfeder nicht so ein Schirmchen ins Getränk reingehauen. Ja, das war dann so die New Amsterdam, heute New York, da waren die Holländer waren schon mal drüben in den Neukontinent und die haben dann natürlich da sich ihre Ranger noch gebaut und etc. etc. Und eine von denen, der hat sich dann so eine Bar gebaut und hat da natürlich nebenher noch den Hahnkampf gehabt. Und das machen wir aber heute nicht hier. Ja, der Boss, da hat er so eine Tochter gehabt und die Tochter war verliebt von einem Ranger, wo in den Moment reinkam, in den, wo den Kampf von den Hahn war. Ja. Und dann in dem Moment, sie hat dann so ein paar Getränke zusammengemixt, alle Spirituosen, was die da gehabt hat, so sagt die Geschichte. Und dann bringt das an den Herr mit dem Namen Appleton und in dem Moment, wo er das gibt, dann fliegt er so ein Feder von den Haaren und geht direkt auf den Glas und
rührt sich dann das Glas, den Ranger trinkt es und dann hat er auf einmal mit den anderen Augen gesehen, die Frau Peggy, die Tochter von dem Chef. Die hat dann plötzlich viel besser ausgesehen. Die hat sich... Gut, ja, das ist eine von den vielen Varianten, was wie der Name entstanden ist. Jetzt haben wir uns wirklich mit der Etymologie, mit dem Wort gut beschäftigt. Jetzt gehen wir wirklich zur Tat und mixen ein paar. Ich habe Ihnen ein paar Aufgaben mitgebracht zunächst mal. Die will ich noch mit Ihnen kurz besprechen. Moment mal. Kommen Sie mal schon ruhig hinter die Bar bitte, wo Sie mixen werden. Und ich habe mir natürlich ein paar Cocktails schon aufgeschrieben. Und Sie können das nicht, ja. Herr Müller, sind wir da auch? Komm, klar. Ja. Und die Kamera kommt dann hier. Wir genießen. Also, ich habe gefunden, ich war ja mal, wie jeder weiß, in den USA und bin ein großer Fan von Long Island. Das ist so eine vorgelagerte Insel von New York. Ganz toll, so ein bisschen wie Sylt, nur größer und schöner. Und da gibt es einen sogenannten Long Island Iced Tea. Da denken Sie natürlich kein Cocktail, aber das täuscht. Da kommt rein Wodka, Rum, Gin, Triple Sekt, Orangensaft, Cola, Tequila. Können Sie damit was anfangen? Ja, also der Cocktail hat noch ein bisschen eine kleine andere Geschichte, ob jetzt Orangensaft reinkommt oder nicht, kann man mal weglassen. Und zwar zur Zeiten der Prohibition konnte man den Alkohol nicht zur Schau stellen. Das heißt, es war ja verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Und man hat dann immer gesagt, ich trinke gerne Eistee. Und der Grund, warum auch immer diese gleiche Zutatenmenge reinkommt, nämlich immer 2 Zl Gin, 2 Zl Wodka, 2 Zl Tequila, 2 Zl Contreau und etwas Säure ist, dass nämlich die Flaschen von der Füllmenge immer gleich aussahen. Dass man nicht sieht, okay, da ist mehr, da ist weniger. Man hat es einfach immer so gleich gemacht und sagte, ja, ich trinke einen Eistee. Man hat es natürlich mit Cola ein bisschen aufgefüllt. Viele Spirituosen früher waren ein bisschen scharf, waren nicht so fein ausdestilliert, wie wir es jetzt heute haben durch die Brenntechnik. Deswegen hat man sie früher immer so ein bisschen angesüßt, mit etwas Wasser verlängert. Genau. Sehr gut. Frage, was gehört zur Grundausstattung eines Cocktails, wenn ich daheim einen machen will? Ja, also im Prinzip kann man zu Hause ganz einfach Cocktails machen. Man braucht gar nicht großartig einkaufen gehen. Man hat oft eigentlich Orangen zu Hause, Zitronen, Limetten. Man hat bestimmt noch eine Flasche Rum oder vielleicht auch mal einen deutschen Obstbrand oder einen Wodka im Regal. Man nimmt sich einfach immer ein bisschen Zitronensaft. Man kann so 2 bis 3 Zl auspressen. Man nimmt ein bisschen Zucker, wenn man hat Zuckersirup, Raffinadezucker hat man zu Hause, Puderzucker, viele backen ja bestimmt zu Hause. Ist dann auch immer da. Das einfach kurz mit der Säure anrühren, dann die Spirituose nach Belieben, so im Schnitt zwischen 5 und 6 Zl. Einfach schön verrühren, Eiswürfel drüber, mit einem bisschen Soda verlängert. Und so hätte man eigentlich eins der urtypischen, ältesten Cocktailrezepte einfach zu machen zu Hause. Genau. Brauche ich da einen Shaker dazu oder brauche ich keinen? Da braucht man keinen. Genau, also es gibt Cocktails, werden entweder gerührt, geschüttelt. Es gibt noch alte, da gibt es dann das Throwing. Genau, aber im Prinzip rühren und schütteln ist eigentlich so die, genau. Das sind die größten Sünden, die ich machen kann, wenn ich einen Cocktail bereite. Also eine habe ich gelesen, die habe ich voll einleuchtend gefunden. Man soll in den Shaker keinen kohlensäurehaltige Getränke reingeben. Das ist klar, wenn man das Ding da aufmacht, ist nicht so lustig. Genau. Aber was sind noch große Fehler? Also in erster Linie sollte man eigentlich immer mit frischen Zutaten arbeiten. Also kein Zitronensaft aus der Flasche. Zum Beispiel, man sollte immer gutes, volles Eis verwenden und kein wässriges, kaltes Eis zum Beispiel. Einen schönen, kräftigen Shake, so 10 Sekunden ungefähr. Wenn man dann mit Sahne und Eiweiß arbeitet, muss man ein bisschen länger, kräftiger shaken. Und dann nach Möglichkeit Gläser vorkühlen. Und man kann eigentlich alles vermixen, was einem selber schmeckt. Also man muss jetzt nicht sagen, nein, mach das so, so gehört es nicht. So wie man es zu Hause mag, was man gerne seinen Gästen bieten möchte, darf man ausschenken. Und Frage, gibt es ja im Winter auch mit warme Zutaten. Kommen die in den Shaker rein oder nicht? Nein. Warum also, nicht? Warme Zutaten shaken hat ja den Vorteil, dass man die Spirituose und die Säfte runterkühlt. Wenn man im Winter was Warmes trinken möchte, brauchen wir es ja nicht shaken, weil wir wollen es ja warm trinken. Das heißt, wir arbeiten dann mit warmem Wasser. Genau. Das am Schluss dazu kommt, oder wie? Genau. Es gibt die klassischen Toddies zum Beispiel früher. Das wäre auch eigentlich eine Spirituose, ein bisschen Zucker. Whisky oder Rum, man leert einfach ein bisschen heißes Wasser drüber, spritzt mit einer Zitronenzeste oder einer Orangenzeste ab, kann auch ein bisschen Bitters verwenden, genau. Oder
ganz bekannt Glühwein, eins der ja. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Herr Randone, das geht auch an Sie. Bellini, was ist das für ein Cocktail? Bellini ist ein Cocktail, der stammt von Venezia in Harris Bar von den Herr Giuseppe Cipriani. Wurde das entdeckt und die ganze Venezia war glücklich, weil das war so ein Aperitif. Es kommt immer trinken, immer zwischen vor am Essen geht. Ja, um 1 Uhr haben wir immer so getroffen an die Bar, haben wir zuerst ein Aperitif getrunken und den Aperitif war ein ganz simpel Flut von Prosecco oder Champagner und das Bellini ist weiße Pfirsich, purierte weiße Pfirsich. Zu Hause können wir immer das haben oder kurz kaufen, kurz purieren und dann auffüllen mit Prosecco. Ja, haben wir manchmal so Schwierigkeit, dass Prosecco schäumt das gleich und das Pfirsich dann werde ich einfach so zu Hause das Prosecco zuerst in eine Flasche ausgießen, dass ein bisschen das Prolupa weggeht, Kühlschrank stellen, kurz immer rühren und dann servieren. Ja. Was ist die berühmte Bloody Mary? Die berühmte Bloody Mary oder auch berühmter Katerdrink ist... Katerdrink? Verborgen also. Genau, man braucht ja Mineralien, der Körper verliert da einiges und eine Bloody Mary, Tomatensaft, es kommt Salz mit rein, es kommt Pfeffer mit rein, es kommt die Worcestershire-Soße mit rein, die aus 1000 Zutaten zusammengesetzt wird. Wodka kann natürlich am nächsten Tag auch wieder ein bisschen munter machen, mit einer Selleriestange garniert, ist durchaus ein sehr guter Drink, der einen munter macht und stärkt. Gilt man als Spießer, wenn man in so eine Bar kommt und sagt, man möchte einen Cocktail ohne Alkohol? Nee, nicht unbedingt. Also man muss ja auch sagen, dass heutzutage die Polizei auch gut unterwegs ist. Man sollte auf seinen Führerschein achten und es ist durchaus erlaubt, alkoholfreie Cocktails zu trinken. Also so ist es jetzt nicht. Es gibt auch leckere, gute, alkoholfreie Cocktails. Was hat sich eigentlich geändert so im Laufe der Jahre? Oder spezieller gefragt, was ist in unserer Region in Tübingen bei Ihnen im Cepco und bei Ihnen im Batista? Herr Randone, was wird an Cocktail am häufigsten bestellt? Das kommt immer darauf an unsere Gäste. Manchmal kommen sie und heutzutage ist natürlich alles kommt mal schneller in die Sache, kommt mal schneller in Internet, kommt mal schneller in Facebook rein, sieht man einfach was von einem neuen Rezepte, Cocktail und wird gleich dann bestellt. Ja, hat man das gehört und da hat man das gehört und es ist immer so ein Wechsel von Getränke. Aber was ich in die letzte Zeit auch merken, ist, dass die Gäste nicht mehr so wie früher Cocktail trinken mit so viel Sahne oder so viel Sirup. Die möchten ganz Klassiker und kleiner haben, weniger Eis haben in dem Glas und einfach so, dass alles, die Rezepte, einfach, dass die Zutaten rauskommen. Die Leute sind so heutzutage in den Cocktails sind mehr Genießer. Sehe ich das so. Wie ist bei Ihnen, Batista? Was ist da so der Renner? Kann ich dem Gardano eigentlich fast recht geben. Die Leute sind sehr, sehr aufgeklärt. Der Renner geht wirklich so ein bisschen in diese klassischen Sachen wieder zurück, in die sogenannten Shortdrinks. Man arbeitet hauptsächlich auch mit sehr fein ausdestillierten Spirituosen. Wir sagen jetzt mal ein bisschen in diesem Premium-Bereich. Was natürlich auch toll ist, wir haben jetzt zur Sommerzeit, bieten wir diesen Cocktail to go an. Man muss sich nicht in diese warme Bar reinsetzen, man kann sich einen Cocktail to go nehmen, setzt sich draußen auf die sozusagen spanische Treppe und beobachtet die Leute, schlürft seinen Cocktail. Genau. Und gibt es sozusagen auch eine Vorschrift, wie so ein Cepco, wie so ein Batista heute auszusehen hat, dass es angenommen wird? Muss es einen Lounge-Charakter haben, so mit Sofa, Sessel und so? Oder gibt es das auch in ganz einfacher Ausführung? Herr Randone, wie sehen Sie es? Die Ausstattung, ist die schon wichtig? Macht schon viel aus. Die Gäste mögen das, was zu sehen haben und auch viel auch Spiritösen, was da in unsere Bar ist. Eine Bar muss aufgefüllt sein. Es muss nicht eine Bar muss richtig, eine nackte Bar ist keine Bar.
Aber wie macht man das dann, Herr Müller, wenn jetzt da alles voll mit Getränken ist, was weiß ich, die Bar ist 12 Meter lang und das Ding steht ungefähr mal 3 Wochen da rum, bevor da mal irgendwas rauskommt, macht das nichts aus? Sie meinen jetzt die Spirituosen? Ja. Jein. Also es kommt darauf an, wie lange, wie hoch der Füllgrad ist, wie viel Sauerstoff in die Flasche eindringt. Prinzipiell ist es so, ja, sage ich jetzt mal 3, 4, 5 Monate ist eigentlich schon in Ordnung. Bloß wenn man die Flasche nur noch zum einem Viertel voll hat, so wie jetzt mal ein schöner Cognac ist zu Hause, trinke ich nur mal ganz selten. Also den sollte man schon zügig trinken, weil es verliert an Aroma und Geschmack. Ist schon so. Vielleicht noch ein Tipp, Herr Randone, so für unsere Zuschauer auch. Wenn jetzt jemand so eine schöne Gartenparty macht, so wie wir heute hier sitzen, was würden Sie dem empfehlen, wenn der sozusagen zur Begrüßung nicht den üblichen Prosecco oder irgendwas reichen will? Was wäre da ein Cocktail, wo man relativ wenig falsch machen kann? Ja, wenn ich das als sehr einfach im Garten zu sitzen, wir können auch Eis, jeder hat Eis zu Hause, okay, oder macht sich das Eis dann in Gefrier und dann einfach im Garten holen, was die Kräuter im Garten sind. Die Simpelkräuter oder die ganzen Simpelblumen wie unsere Holunder. Ja? Oder die alles, was wir haben, so wie zum Beispiel jetzt Rosmarin. Ja? Das einfach so mit Wasser und minimal Wodka oder Gin oder was von Spirituosen, aber ganz minimal, dass die ätherischen Öle rauskommen und dass das einfach so, dass noch runder wird. Ja? Einfach das mit Wasser und so. Und das ist auch so eine gute Sache. Ja? Und natürlich mit viel Früchte können wir auch was Schönes machen, was alles schön hat man im Garten und so. Und das ist so simpel wie möglich. Und wie ist es, kann das sein? Mein Cocktail muss ja immer Eis und kalt sein. Und wie kann man das dann erreichen, dass man mit dem vielen Eis den Geschmack nicht eigentlich kaputt macht? Also mir ist in Amerika immer so aufgefallen, das hat jetzt mit Cocktail wenig zu tun, wenn man da das mieseste Bier trinkt, wenn es eiskalt ist, dann merkt man es gar nicht so richtig. Ist das beim Cocktail auch so? Gebe ich Ihnen ein bisschen recht, dass natürlich die Kälteeinwirkung nimmt etwas die Schärfe vom Alkohol weg. Also am besten ist, wenn man einen Shotdrink nimmt, der straight up serviert wird, ohne Eis, entwickelt sich der Drink mit der Zeit. Man merkt wirklich, desto wärmer er wird, desto aromatischer und etwas kräftiger vom Aroma wird er. Aber es muss nicht immer schlecht sein, weil ein Cocktail sollte ja auch eigentlich so kalt serviert sein. Genau. Gutes Stichwort, serviert. Wir begeben uns kurz ein bisschen runter auf die Bänke und dann dürfen Sie mit unseren Vollprofis ein bisschen einen perfekten Service erleben. Ich werde auch da runtergehen. Bitte schön, danke so viel. Bitte schön. Was müssen wir tun? Herr Baumann, was können Sie uns empfehlen? Wir sitzen heute hier wunderbar im Sparkasse-Carré auf dem schönen grünen Rasen und möchten etwas Erfrischendes trinken. Ich eigentlich was ohne Alkohol. Stefan, du? Dasselbe. Annette? Mit ein bisschen Alkohol. Also, bisschen Alkohol. Bisschen Alkohol und ein bisschen schnell, wenn es geht. Bisschen, bring mal. Und Herr Müller und Herr Randone, was bereiten Sie jetzt? Auf diese Bestellung, wie reagieren Sie da? Einmal mit ein bisschen Alkohol und zweimal ohne. Die zweimal ohne werden Sie gleich gemacht in unsere zweite Bar. Genau. Das ist La Dolce Vita und die Fresh Limonade. Das klingt gut. Und ich denke, dass der Herr Cacavalle und der Herr Baumann, die haben schon 3 schöne Sachen vorbereitet. Und das, was mit weniger Alkohol, wir sind gerade dabei. Ich habe jetzt hier ein Pisco Punch gemacht, habe ein ganz wenig Zucker, 1 cl Zucker benutzt, habe schöne Früchte, Brombeere auf den Shaker noch dazu, habe 6 cl Pisco rein und freshes Limetten und Orangen. Das klingt gut, Annette, oder? Hab natürlich mit viel Eis gescheckert. Okay. Aber 6/10 Alkohol ist ja relativ hart. Schon. Bei weniger Alkohol schon. Also Vorsicht. Gell? Aber ist ein normales. Ja gut, also. Ja. Einmal und den Rest. Und die anderen beiden, die jetzt, Herr Müller, die kein Alkohol wollen, der
Stefan Glarner und ich. Genau, hier haben wir eine Variante eines Links. Und zwar wurde der Cocktail als allererste Mal 1806 in einer amerikanischen Zeitschrift schriftlich erwähnt in The Balance, New York. Und zwar stand da drinne, ein Cocktail ist eine Spirituose jeglicher Art, gemixt mit Zucker, Wasser und Bitters. Genau, das war die erste schriftliche Erwähnung. Gut, jetzt bin ich gespannt. Und nach dem Rezept sind wir hier verfahren. So. Wird serviert. Herr Barmert, jetzt was, worauf kommt es an beim Servieren? Dass man von rechts kommt oder so, habe ich mal gelernt, geht es? Wird bei mir schwierig. Auf jeden Fall erstmal Ladies first, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall. Okay. Und dann sehr gut. Von rechts servieren, weil es kommt immer ein bisschen unfreundlich, wenn der Kellner den Ellenbogen beim Gast im Gesicht hat. Ach so, wie beim Fußball, nee, das ja, wäre mir jetzt, das ist klar. Wenn man das so machen ja und hier rüberreicht, das rechts, macht man nicht. Macht man. Auch wenn es hier frei ist bei mir. Ja, ich kann natürlich auch so, wenn ich es eilig habe, aber ich muss ja... Nein, Sie haben es nicht eilig, Gottes Willen. Das muss jetzt perfekt sein. Also Stefan, pass auf, von rechts, sonst kriegst du es von links der Ellenbogen. Wunderbar. Muss man das Gemüse auch mitessen? Nein. Sie dürfen. Das ist nur für den Geschmack. Stefan, was hast du das Gleiche wie ich? Genau, zweimal gut. Alkoholfrei, einmal ein bisschen Alkohol. Wem ist es eigentlich beim Trinken? Das ist nämlich auch noch wichtig. Kommen Sie mal her. Muss man das mit diesem Halm trinken oder kann ich das Gemüse raus und so trinken oder wie muss ich es machen? Richtig? Das ist Ihnen überlassen. Also das, echt? Ja. Gibt's da nicht, ist das nicht irgendwie, wenn ich das rausnehme, nicht banausenhaft oder so? Und was ist das da, wozu brauche ich das? Ah, das ist geschuckt, ja. Traube, das machen wir mal. Das ist harmlos, ja. Ja, dann guten Genuss, gell? Bitte sehr. Oh, das schmeckt gut. Das ist also wirklich, was sagst du? Wie viel Alkohol ist drin, Annette? Wahrscheinlich zu viel, aber lecker. Sehr lecker. Und bei dir, Stefan? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Er hat die Himbeere als Brombeere bezeichnet, aber beim Italiener ist das nicht schlimm. Das ist danke. In Ordnung. Ja. Das muss man einfach. Und was sind das da? Das sind Trauben. Wunderbar. Also. Brombeere. Also, sehr zum Wohl. Und wer sonst noch was im Glas hat, auch? Bella Vida. Sie dürfen nachher probieren, weil ich trinke nur ganz wenig. Ich fürchte, dass da irgendwo trotzdem ein bisschen Alkohol drin ist, oder? Ich glaube es nicht. Nicht? Ach gut. Das habe ich ja schon gemacht, das blubbert so komisch. Also, es schmeckt aber richtig gut und ich würde sagen, einen großen Applaus, ich bin sehr begeistert. Herr Kakawale, was kostet sowas? Heute bieten wir das für Sie zum Special Price ohne Alkohol für 2 Euro an, mit Alkohol für 3,50 Euro. Und sonst 20? 25. Da ist kein Wunder, dass ich erst abends aufmacht. Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, treffen wir uns hier oben zur Schlussrunde. Heinrich Böll sagt Ihnen was. Aufpassen, Herr Kakawale, ist nicht so lustig hier. Heinrich Böll hat gesagt, habe gar nicht gewusst, dass er sich damit beschäftigt hat, aber man lernt es ja nie aus, die Cocktailparty ist eine Strapaze, der man sich merkwürdigerweise hin und wieder sogar freiwillig unterzieht, obwohl man weiß, jetzt wird sich bei Ihnen eigentlich der Widerstand rege, obwohl man weiß, dass Übelkeit die unausweichliche Folge ist. Herr Randone, was würden Sie dem Herr Böll sagen, dass es ihm besser geht? Ich würde sagen, er soll einen Bloody Mary trinken. Und da gibt es keine Übelkeit, nein? Oder spürt die gar nicht mehr? Spürt er nicht. Herr Müller, dann bekommt er die Kraft. Herr Müller, ein bisschen Respekt vor dem Herr Böll, also bitte. Jetzt. Also ich würde sagen, Abstinenz ist für die Leute, die mit dem Kater nicht umgehen können. Und da gibt es auch einen Applaus dafür. Naja, der Herr Böll dreht sich im Grab rum, das ist klar. Herr Kakawale. Es gibt sicher Menschen, die haben damit gelernt, also mit der Übelkeit umzugehen. Das wäre auch eine Empfehlung. Nein, ich denke, Essen ist immer ein guter Ausgleich. Wer reichlich isst und Cocktails genießen will, der kann es auch in guten Zügen und Maßen und dann funktioniert das schon. Aber was sagt der Chef vom Service? Wenn ich jetzt hier was essen will und will einen Cocktail dazu trinken, passt so ein Cocktail zu allem oder schließt es Verschiedenes aus? Naja, also wir haben ja die unterschiedlichsten Cocktails und es gibt in der Tat Cocktails, die auch zu diversen Speisen passen.
Richtig. Auch zum Fisch oder so? Auch zum Fisch, ja? Richtig. Ja. Gut. Keine sahnehaltigen, das wäre die falsche Entscheidung. Das wäre die falsche Entscheidung. Jetzt natürlich Sie, Herr Baumer, dass die Übelkeit die unausweichliche Folge ist. Was muss man da tun, dass das bei der Cocktailparty nicht passiert? Ja, ab und zu ein Glas Wasser hilft vielleicht. Zwischendurch, ja, das ist gut, dann streckt es das Ding ein bisschen. Ja, das ist ein guter Tipp. Du hast es schon austrunken. Alles klar. Okay, das ist ja eine gute Idee mit dem Wasser dazwischen. Wie machen Sie es? Trinken Sie im Service ab und zu nebenher auch einen Cocktail oder steht da nur das Mineralwasser hinter? Nee, also ich während der Arbeit lasse ich das mit dem Alkohol sein. Das kommt nicht so gut rüber, wenn der Kellner eine Fahne hat. Und entweder man lernt damit umzugehen mit der Übelkeit oder man ist so gelernt, dass man erst gar keine Übelkeit mehr bekommt. Gibt es eigentlich, außer diesem Zitat von Böll, haben Sie irgendjemand von Ihnen eine Idee, was gibt es noch für Sprüche, für Zitate, für Lebensweisheiten, die zum Cocktail passen? Also Sie haben die schöne Geschichte erzählt, wer einen guten Cocktail machen kann, kriegt auch eine tolle Königstochter. Aber gibt es sonst noch irgendwas? Ja? Safe water, drink champagne. Safe water, drink champagne, das ist gut, das hat aber mit Cocktail wenig. Bitte? Trink deinen Cocktail vorher, dein Eis schmilzt. Ach so, was habe ich irgendwo gelesen? Langweilig ist, wenn man mit zwei Cocktail dasteht und wartet, bis das Erdbeben kommt. Oder wie, so ähnlich, ja. Das ist nicht so schön, ja. Herr Müller. Champagner ist das Einzige, was eine Frau noch schöner macht, nachdem sie ihn getrunken hat. Echt? Ja. Hat die Frau Lilly Bollinger, glaube ich, gesagt. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie es war, aber es war auch ein schöner Spruch. Sehr gut, ja. Da bedanke ich mich sehr bei der Runde, vor allen Dingen, dass es heute so mit konkreten Bars und Getränk und so gelaufen ist. Ansonsten für Sie, liebe Zuschauer, noch der Hinweis, unser nächster RTF1-Talk, da kann man das vielleicht mal anbringen. Da gibt es auch ein paar Leute, die eine Verschönerung vielleicht auch hilft oder so im Wahlkampf. Nämlich am 14.08. gibt es den RTF1-Talk hier im Sparkassen-Carré. Wer kann Kanzler, Kanzlerin? Zu Gast sind die Bundestagskandidaten hier aus dem Bereich Tübingen, der 5 im Bundestag vertretenen Parteien. Am Schluss würde ich Ihnen wünschen, genießen Sie den Sommer, nehmen Sie ab und zu ein frisches Getränk dazu. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Der RTF1 Talk wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen.